Freunde, ey, ich hab wirklich die ganze Zeit mich auf diesen Tag gefreut. Endlich geht es weiter mit Metal Gear Solid 2, dem vielleicht besten Spiel der 2000er. Ist es Ja, 90er nee, Jahre? 2002, also, und es sind nicht viele danach gekommen, was besser war. Nee, das muss man ganz klar sagen. Los geht's. Ja, und letztes Mal hattest du so schön uns Gebäck mitgebracht, diesmal bin ich dran. Wenn du möchtest, ich hätte noch einen halben Amerikaner für dich. Hebe ich mir auf, Ja? gerne, aber ich gucke gerne mal zu, wie du reinbeißt, wenn ich die große Koryphäe Ach des so, Essens. ja, ich bin eigentlich nicht so ein Freund von Zuckerguss, ne? Das ist das Problem. Ja. Aber so ein Schoko-Amerikaner würde ich essen. Das ist so wie Zitronenkuchen. Es gibt auch halb-halb, ne? Ja, Es gibt das wäre Schoko doch für und. uns wie gemacht dann. Ja. Aber du magst auch Schoko, ne? Du willst Ich mag beides auch nehmen. Schoko, aber es Ja. gab beim Bäcker nur den. Also ich sag mal, der 12-jährige Colin würde das jetzt abknibbeln und dann den Rest essen. Und den Zucker einfach unters Bett, weil er zu faul ist, Aber in den Müll zu werfen. wann hast du das letzte Mal Zuckerguss gegessen? Das ist bestimmt schon lange her. Irgendjemand bot mir vor kurzem auf irgendeinem Kindergeburtstag irgendwo in der Nachwuchszone, da bot mal jemand einen Zitronenkuchen an. Und der Kuchenteig, der war sensationell. Aber dieser Zitronenguss da drauf, dieses bröselige, das hat ja auch so was Sämiges, was eigentlich nur süß ist, ist für manche bestimmt der perfekte Konter. Für mich ist das eher so ein bisschen so ein, es hat so eine leichte Traubenzuckerromantik im Mund, so dieses mehlige. Also es ist hier, beiß mal rein, ich bin mal gespannt, ob die Meinung sich verhärtet oder vielleicht sogar hier. Was anderes verhärtet? Musst du, kannst du nicht liegen, ja, gut. Okay, ich habe Angst. Jetzt komm. Jetzt ist der Anspruch Du schon wieder hast so hoch an Mann. wirklich schon in schlimmere Sachen reingebissen. Man spürt und man hört es, wie die Kiefer an diesen kratzigen Zuckerkristallen erstmal entlang schaben. Aber das löst sich ja gleich. Ist okay. Okay. Ja. Das Nicht geht zu sehr stark, schnell. Nein, ja. es löst sich wirklich mit dem Speichel im Wohlgefallen sehr schnell auf. Und dann ist es natürlich so eine leicht schlonzige Süßschicht. Ist okay, ist aber auch sehr dünn. Das finde ich gut. Ja, so wie die Story von Metal Gear Solid 2. In diesem Sinne machen wir weiter. Wir sind immer noch hier, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Die schwer versteckte Bombe, die hier hinter einer Tür versteckt war. Aber natürlich konnte unser Spürsinn sie entdecken. Und jetzt, was hat er gesagt? Was müssen wir machen? Ja, wir sollen Aber eigentlich wir nur sollen eigentlich nur warten. warten, bis er uns wieder kontaktiert. In der Zeit können wir ja hier mal Ja, vielleicht in den Türen ist noch was. Wir haben das, glaube ich, hier. nicht gespeichert. Ja, So. sehr gut, Colin. SOCOM Bullet. Ich habe früher echt gerne eine Zeit lang SOCOM gespielt. Ja, ich erinnere mich gar nicht mehr so Weißt du, richtig dieses dran. Vierer-Squad-Spiel mit der Spracherkennung, PlayStation 2? Ah ja, nee, das haben Da wir gab es nicht. endlose Teile von. Ich habe ja diese berühmte PlayStation 2-Lücke. Hast du keine PlayStation 2? Ja, ich hatte eine. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich bei Giga Games im PC-Bereich war. Und die Consoleros haben alle Konsolenspiele gehabt. Und ich war halt auf PC und habe ja über die Arbeit hinaus dann auch nicht mehr viel privat gespielt. Und dadurch ist einfach viel, was so auf der PlayStation 2 passiert ist, habe ich natürlich so mitgekriegt, weil es im Konsolenbereich halt alles getestet wurde und gespielt wurde. Aber ich habe selber nicht viel gespielt. Habe so ein paar Perlen sicherlich damals gerade auch so aus dem JRPG-Bereich verpasst. Ja, also das ist da dann im Laufe vor allem dieser sehr, das war ja ein unglaublich langer Zyklus auch, ne? PlayStation 2. Gerade im späteren Verlauf, so dass der Start, das erste Jahr war ja wirklich ein Trauerspiel. Da kamen schon viele exklusive, coole Sachen raus. Auch flexibles, vielseitiges, muss man schon sagen. Ich zählte auch zu denen, ich habe es am Anfang ein bisschen fast bereut. Oh. Ach, das sind wirklich. Also die Investition, diese Drohnen zu entwickeln für teuer Geld. Und eine kostet ja bestimmt so eine, ich sag mal, 5 Millionen vielleicht. Hat sich gelohnt. Für die Bösen. Super Drohnen Was ist sowas auch. absolut. Guck dir an. Sicher. Also die Drohnen haben bestimmt auch einen persönlichen 20-seitigen Eintrag hier irgendwo in irgendeinem Log. Ja, guck mal bitte einmal auf die Karte. Ich habe die Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas schon markiert ist, dass wir jetzt nicht. Ruf doch noch mal, ruf den doch mal. Pass mal auf. Wir nutzen die Mechaniken des Spiels. Wir Ruf doch rufen mal ihn jetzt den, an. ruf doch den mal an hier, den Stillman. Raiden,
I've readied a sensor that's capable of detecting odorless C4. Mhm. It's stashed in a safe I was hiding in the Strut C pantry. Fetch it. Wo? Im Safe Vorratsraum von Strebe C. Vorratsraum von Strebe C. Dining Hall? Mhm. Oh. Bestimmt. Ja, da sind wir ja schon ganz. Ja, ist doch super. So, das ist, muss ja dann hier irgendwo Vorratsraum. Ja, da war der doch auch in diesem Kühlraum. Das muss ja dann hier eigentlich ja, perfekt. Irgendwo schon sein. Wir werden mal hier. Oh, diese Kameraperspektive ist wirklich, wirklich aggressiv. Waren wir hier schon mal? Mhm. Jetzt hat er wieder automatisch die Tür geschlossen. Ich sag ja, die Sachen, die der automatisch macht und die man komplex eingeben muss. Das ist vor einfach allem, nicht. Warum macht er diese Tür automatisch auf? Aber zum Beispiel vom Spind nicht. Also es ist auch so, da ist keine Konsistenz in den. Mhm. Das nervt mich so. Dann entweder wir machen alle Türen automatisch auf oder keine, aber nicht manche und manche nicht. Das ist doch einfach nur. Und weißt du, das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Also es fühlt sich genauso an, aber bei so einer, dahinter war doch die Bombe irgendwie in diesem Raum, ne? Gar nicht dahinter. Bei so einer unglaublich Langzeit und wichtigen Produktion, so, dass die werden doch so ganz, also ich denke immer erst, dass wir den Fehler machen. Weil ich es mir anders nicht vorstellen kann. Das finde ich sehr löblich, dass du den Fehler immer erstmal bei dir suchst. Also zumindest bei sowas. Aber ganz häufig kommt man trotzdem zu dem Punkt, dass man sagt, naja, kannst noch lange suchen, es ist doch nicht. Das ist es schon. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. So dumm, die invisible bomb. A few more minutes. Also, wenn I just got the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Oh. Does it look bad, Peter? Maybe. Auch hier wäre es doch viel cooler gewesen, wenn man zwischen den Charakteren springt. What? Und die Mission selber spielt von Snake. Which means this is Plissken. I've located the last C4. Is that it? Ja, mit Hinkepeter, ne? So ein bisschen schwerfälliger. Ja, hat man noch. Oh, du kannst den hier. Wusste ich gar nicht. Im linken Stick kannst du die so. Wow. 100 Pro, es gibt ein Video. 20 Sachen, die ihr noch nicht über Mechanic Solid 2 wusstet. Hier, guck mal. Oh, ich hab wieder bei Eldring was rausgefunden. 400 Seconds, okay, okay. Get to the bottom of strut A now! Was mir gefällt, ist, dass die Musik im Hintergrund sich noch nicht geändert hatte. Strut A. I. E. Wo ist denn A? Da. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Ja, sicher. Ich habe wieder was Neues bei Elden Ring aus. Es ist kein was nichts Krasses, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe es noch nie in einem Video und ich habe viele Elden Ring Videos gesehen, irgendwo entdeckt. Und zwar gibt es ein Kostüm. Das ist so ein roter Pelz. Wie nennt man das, was so ein König trägt? So ein Stola? Ja, sowas. So eine rote. Ist es Stola? Nerz. Nerz ist das Wort, was ich gesucht habe. Und es gibt einen Helm. Wenn man den anzieht, nur ein einziger Helm, ich habe es mit allen ausprobiert, dann nimmt er die Stola und dann hat die noch eine Kapuze und er trägt die Kapuze von dieser Stola. Und das sieht tatsächlich ganz cool aus. Wusstest du das und hast dann... Ja, ich habe es einfach ausprobiert. Ich habe wieder mal so ein bisschen Fashion Souls gemacht und wollte halt gucken, was... Mein Typ ist so overpowered, dass ich es mir erlauben kann, nach Aussehen zu gehen bei der Rüstung. Und dann wollte ich einfach... Ja. Hübsch aussehen. Ja, meine Geschichte mit Elden Ring ist ja auch weitergegangen. Ich hatte ja erst vor Frust bei Melinda und... Das war doch mal schön. Das sah gut aus. Es war skrupellos. Oh. War arrogant. So. Trifft der nicht. Was war... Erzähl mir mehr von Elden Ring. Elden Ring, Ich hatte es jetzt Zeit lang liegen lassen, weil es mich zu frustriert hatte nach diesem Kampf gegen diesen Blutlord. Der mir so hardcore auf den Sack ging. Ja, ist auch einer der härtesten Bosse im Spiel, aber. Den habe ich dann auch irgendwie gepackt. Hast du nicht die Shackles gehabt, mit denen du ihm die Hälfte der Energie abziehst? Nee, hatte ich nicht. Das habe ich später in Videos gesehen. Aber egal. Ich habe dann hier, ich vergesse immer ihren Namen: Melania, Melinda. Melania. Melania, genau. Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf.
Und ich habe es aber vor kurzem. Ist optional. Ja, aber es geht. Weiß doch, wie es ist. Optional ist verpflichtend. Hast du die mit Beschwörung gemacht? Also mit. Ich hab am Ende des Tages habe ich mir menschliche Helfer geholt. Aber das ist doch okay. Also dafür ist ja, aber es fühlt sich einfach falsch an. Es fühlte sich falsch an. Klar, aber warum hast du nicht so einen Geist beschworen? Das habe ich natürlich damit probiert. Hat aber für mich nicht funktioniert. Ja, hier die Tishy von The Dark Blade oder wie die heißt. Ich kann mir die ganzen scheiß Namen nicht merken. Ja, Tische. Ja, genau. Die eigentlich ziemlich stark ist, ja. Hast du den auf Max-Level? Ja. Ja, ich glaube, es hat mich zum Zeitpunkt erwischt, wo ich bei Elden Ring so ein bisschen das Gefühl hatte, weil ich bekomme ja eher aus dem Club, ich will's alleine beim ersten Mal. Das ist meine Souls-Ding. Dass sie es einfach ein bisschen überreizt haben bei bestimmten Gegnern. Und dir wirklich in your face-mäßig, wenn du das nicht zu den Göttern zählst, gesagt haben, du musst die Hilfen benutzen. Nee, ich hab. Und schäm dich nicht dafür, was auch okay ist. Ich hab sie im NG Plus ohne Hilfe gelegt. Ja, das ist. Wenn du es einmal weißt, wie es geht, ist es nicht so schwer. Du musst. Die hat wirklich. Das ist. Ich hab die ja auch 100 Mal gemacht, bis es geklappt hat, bis du die Patterns rein hast. Aber es sind eigentlich nur so billige Sachen wie, du musst wissen, wann du nach links rollst, wann du nach rechts rollst, wann du nach vorne rollst, wann du nach hinten rollst. Und wenn du das einmal raus hast, wenn du bei jeder Attacke von ihr weißt, wo die richtige Rollrichtung oder Ausweichsache ist, dann ist die, weil die kannst du super leicht staggern, wenn du Waffen hast, mit denen du auflädst und auch Items hast, mit denen du die gut staggern kannst, die verliert relativ viel Energie. Also, aber es kommt halt auch immer auf den Build an. Ich hatte am Ende, oder jetzt im NG Plus, aber auch schon beim ersten Build, ich hatte so einen krassen. Meine Waffen haben so viel unfassbaren Schaden gemacht, dass fast schon. Nicht mal am besten. Obwohl, den nicht mal nötig. Ach, du hangelst wieder, ne? Machst du was? Ich mach wieder den Hangler hier, komm. Das war genau. Ja, also was du sagst, ist ja richtig. Und das war, ich habe ja auch das Vertrauen in die Souls-Spiele. Das ist genau das, was du sagst am Ende des Tages. Und die ist ja auch extra so dieser, also die ist ja auch diese eine Boss, der so. Ich glaube, du musst drüber. Nein, versuch mal hier. Bleib chill. Du fällst gleich, ne? Nein. Ist dir schon klar. Chill doch, bis er sich umdreht. Guck doch. Ja, wie ist sie designt? Was meinst du? Also naja, die ist halt schon bewusst der schwerste Gegner im Spiel. Und ansonsten sind die Bosse aber eigentlich auch alle echt ganz gut machbar. Und es gibt genug Möglichkeiten in dem Spiel, sich entweder Hilfe zu holen oder so zu overpowern oder so, dass du eigentlich gut durchkommst. Ich finde es in dem Aspekt eigentlich fast das leichteste. Ja, wenn man sich die Hilfe nimmt, da hast du recht. Also wenn ich es mit Sekiro vergleiche, wo es einfach keinen anderen Weg gibt, als die Gegner-Patterns auswendig zu lernen. Ja, das stimmt, aber da hat mich Sekiro tatsächlich nicht so fertig gemacht. Aber vielleicht war ich bei Elden Ring auch an so einem Punkt, wo es mir dann fast schon zu lang war oder so. Und ich hatte nicht mehr diesen Biss, weil alles, was du sagst, weiß ich ja. Ich kenne die Spiele ja und habe selber mit so vielen Leuten gesprochen. Du zählst ja am Anfang ja auch, ganz am Anfang der Souls-Reise, auch zu den Kritikern. Mhm. Unfair, was soll die Scheiße, was macht daran Spaß? Und natürlich sind die ja so raffiniert mittlerweile. Es ist nicht einfach das unfaire Arschloch-Spiel. Also von solchen Momenten haben sie sich ja wirklich lang verabschiedet und das durch Gameplay-Genialität einfach ersetzt. Aber ich hatte einfach nicht mehr den. Ich weiß nicht, ich hatte da, glaube ich, 100 Stunden. Auf jeden Fall drin irgendwie und es fehlte mir das letzte Quäntchen Motivation zu sagen, geil, hier nehme ich mir noch mal ein komplettes Wochenende, um das einfach durchzuballern. Ich wäre schon bei 300 Stunden. Krass. Ja, aber ich habe schon Bock, es auch noch mal, also echt so NG Plus zu spielen. So, oh, schön. Nee. War dein Kollege Kim Eisen. Hm? Sind wir schon auf Streber A? Müssten wir eigentlich. Ja, ne? Nee? Also, jetzt aber, genau. Was suchen wir jetzt? Eine unsichtbare Bombe? Wir suchen eine unsichtbare Bombe. Also schauen wir natürlich das Codec noch mit mal. Dem Sensor Sensor B. Und das war mit dem Piepen, ne? Je näher du kommst. Aber den musst du killen, genau. Kill it, then drill it. Gut gemacht. Hören wir was piepen? Ne. Hast du das? Ja. Wie benutzt man nochmal was? Nee, das macht er automatisch. Ich glaube, der war doch, je näher du kommst, desto mehr piept es. Achso, ich darf die Waffe nicht benutzen zum Würgen. Deshalb. Ja. Aber jetzt geh doch mal in den Raum da runter, bitte. Sicher? Ja, irgendwo hier wird die.
Oder was war das bei der Strebe? Musst du eine Ebene tiefer? Ich weiß es nicht mehr. Du kannst ja mal gucken, ob es irgendwas piept. Gleich. Ach, ne? Da. Hä? Hier haben wir doch schon geklärt. Ja, natürlich nicht. Doch, hier haben wir schon geklärt. Das war doch. Das schon! Genau, aber es ist ja eine neue. Also. Ja, gut, dann muss sie aber unten sein, die Bombe. Das wilde Konga-Spiel. Ja gut, bin schon im Invasion-Modus. Ne? Ach so. War der Bereich hier oben, war der Käfigbereich, ne? Also dieser Outdoor-Bereich, kann das sein? Dann wird es vielleicht da sein. Ach so, stimmt, da war ja auch dieses Bild. Ja, ja, richtig. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Oh nein, wieder hier? Yes. Timer time. Du hast die Waffe, ich sag's nur zur Warnung. Falls du sie nicht haben möchtest. Das ist diese Kamerafahrt. Das ist einfach wie im Film. Dieser toller Schreck. Ist ja okay. Ich will auch nicht immer nur nölen darüber. Wir reden hier von einem Spiel aus dem Jahr 2002. Doch lasst euch nicht zu lange Zeit, denn die Zeit tickt gnadenlos gegen euch. Er schießt sich auch wieder auf die Finger, oder? Ich bin mal gespannt. Hammer time. Moment. Bisschen zu weit hier. Ja? Ja, geh mal auf der Karte. Ich glaube, du musst da oben aufs Dach. Aufs Dach? Ja, nicht. Also, wir müssen in diesen Außenbereich, glaube ich. Das war das, was der gezeigt hat im Codec. Strut Pump Room A. Kommst du da denn nicht hoch? Wie denn hoch? An der. Da. Es ist eine reine Geduldssache, ne? Raiden, is something wrong? Raiden! Raiden! Gibt's eigentlich noch einen anderen Namen als Amerikaner dafür? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, vielleicht süße Halbbälle. Zuckerbrötchen oder sowas ja. Wahrscheinlich. Ein schönes Zuckerrad. Zuckerrad, oder? Ja. Ich liebe diese Raffinesse einfach. Ich muss das sagen. Wirklich. Ich weiß gar nicht, warum die Amerikaner heißen. Also hat es tatsächlich jetzt irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum die Berliner heißen. Ja, okay. Amerikaner ist ja nun so. So, connecting bridge A, B. Mr. Smith Fortescue. Wie war das nochmal? Dreieck war drüber werfen, ne? Mhm. Kann man das jetzt mal bei, im Prinzip mal zum genau richtigen. Jetzt nur nicht zu nah ran. Jetzt. Nicht! Hundertstel Sekunde.
Ja, und soll ich sagen, warum? Weil John Y. Walton sich natürlich als allererstes rangedrückt hat, klar, bevor er gesprungen ist. Ich guck kurz aufs Handy, ich hoffe, du nimmst es nicht persönlich, aber ich weiß ja, was jetzt passiert. So, jetzt machen wir weiter. Herzlich willkommen hier beim Let's Play Metal Gear Solid 2. Wir machen genau da weiter, wo ich eben aufgehört habe. Wow, 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 wow. Also, ab durch die Küche müssen wir den Gang nehmen. Wir haben ja das Problem gerade, 400 Sekunden, um die unsichtbare Bombe zu entschärfen. Das wird natürlich ein enger Ritt jetzt hier. Oh, habe ich mich vertan in der Tür. Da muss ich jetzt schnell in den Gang. Oioioioioi. Ich strecke mal schnell die Waffe weg hier und seht mal, wie die Haare ganz wunderbar von ihm im Wind flimmern. Das ist natürlich jetzt 2002. Das ist tatsächlich Technik vom Feinsten. Wir spielen, falls ihr es nicht mitbekommen habt, hier die Remaster-Version, die Capcom. Oh, jetzt! Jetzt ganz schnell runter. Wow, wow, bitte, bitte, entdeck mich nicht, Drohne. Und er geht runter. Oh, ein Glück. Yes. Jetzt schnell weiter. Oh Gott, wir haben nur noch 366 Sekunden. Wow, 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 schnell wieder hoch. Meine Fresse, ich fühle mich wirklich wie ein Spezialagent. Nichts für schwache Nerven, dieses Spiel. Ey, das ist krass, das ist wirklich krass. Weiter geht's hier. Oh Gott, das ist geil. Das ist fast wie so eine kleine Pause, wisst ihr, wenn der Ladescreen ganz kurz zwischen den Bereichen wechselt. Da kannst du mal kurz durchatmen. Hier auch wieder dieser geile Raum. Was ist hier passiert? Hier ist ein richtiges Massaker gewesen. Wir haben es natürlich vergessen, weil es schon so lange her ist, dass wir die letzten Folgen gespielt haben. So, schnell weiter, die letzten Sekunden. Boah, ist schon fast eine Minute weg. Oh, das wird jetzt ein richtig heißer Ritt. Oh, das ist da. Auf dem Radar. Ich sehe welche. Mal gucken. Ich muss mein gesamtes, Skillset jetzt einsetzen. Pass auf, ich versuche mal. Der obere darf er nicht sehen, der untere darf er nicht sehen. Gott. Jetzt schnell übers Gelände. Dreieck, komm. Okay. Stark. Wow, 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 wow. Aber nicht zu früh, Freund, denn oben seht ihr, wir haben erst Grip Level 1. In wenigen Sekunden lässt die Kraft nach. Schnell rüber, ich glaube genau jetzt. Er sieht mich nicht, der eine guckt. Oh, oh nein, yes, stark gemacht. Yes. Und wir sind in Sicherheit. Klasse. So, der nächste Raum. Jetzt nicht nachlassen. Jetzt noch mal alles geben. Strut Room, ey, boom. Pass auf, ich werde ihm jetzt... Nimm ihn, ja! Schalte den Gegner am besten lautlos aus. Ja, ich hab's geschafft. Damit er keine anderen Wachen zu sich rufen kann. Haben wir noch Zeit, vielleicht das hier ihn zu schütteln? Oder würdest du sagen, 300 Sekunden? Du hast ihn schon 17 Mal geschüttelt. Komm, komm, komm. Boah, ist das krass. Das ist krass. Das ist krass. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr von so geilem Content sehen wollt. Hier bei uns auf dem Kanal. Das ist richtig geil. Geh doch mal die Treppe hoch, du verrückter Kerl. Ja, du hast recht. Wahrscheinlich nicht 7 Mal muss man ihn würgen, oder? Nee, du hast recht. Ich glaube, er hat wirklich nichts. Aber auch einfach so eine geile Mechanik. Runter, 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 runter. Oh, runter, rechts ist die Treppe, genau. Oh, oh, da bist ja du vorhin gestorben. Ja, Mann, schon 3 Mal an dieser schwierigen Stelle. Ey, das kann passieren. Dieses Spiel ist halt nichts für schwache Nerven und für Anfänger. Hier muss man sein gesamtes Skillset einfach abrufen können. So, hier, oh, das ist der Aufzug. Jetzt hier mit runterfahren. Oh, jetzt kommen wir. Jetzt haben wir eine Stunde Pause, weil es Zwischensequenz. Ist es aber fairerweise lange her, dass die letzte Zwischensequenz war, ne? Okay, nicht so eine. Right. Hier, jiggle mal an den Sticks, das macht Spaß. What is it? I fell for it. Fell for what? Fat man has my number. A proximity trigger. Das ist die einzige Neuerung, die sie im Remaster drin haben. Microwave. With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest, Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. Du hattest tatsächlich recht. Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete, right. Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. Me? I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know this. Ja. Damn it, Jack! Oh, die Zeit läuft weiter. So. Hier, hier, schnell, trotzdem. Vergesst nicht am Terminal die Karte freizuschalten. Haben wir ja schon. Kann man hier speichern? Nein. Bitte lasst es inzwischen speichern gewesen mal sein. Guck mal, das Muni. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier brauchen, ich sattel hier schon mal direkt das Pferd. Ja, ach Gott, das war doch dieser Raum mit diesen komischen. Ist das der Zeitpunkt, um mal noch die Ration mitzunehmen? Klar. Das
Wenn du in die anderen Schränke guckst, gar nicht rein, oder was? Nee, ich habe noch keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Müssen wir das hintauchen? Hier fing doch alles bitte an. Bitte nicht tauchen, bitte nicht. Hat der irgendwie, hast du zugehört? Müssen wir tauchen? Oder sollen wir hier nur weg? Bestimmt musst du so einen Anzug dann nehmen, oder? Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder rauskomme. Doch, da ist eine Leiter. Rose, damn it. Hä? Wieso wolltest du denn jetzt nicht hören, was sie zu sagen hat? Ich hab gar nichts gemacht. Raiden, do you see the ladder? Walk up to the ladder and push the action button to start. Danke. Hä? Danke, Tutorial Klaus. So, geh mal nach rechts zu den Anzügen. Zu den Tauchanzügen. Da nicht hin? Ne. Aber ich muss jetzt nicht mit so einem Tauchanzug da rein. Wäre doch widersinnig. Aber ich glaube schon, dass ich tauchen muss, ehrlich gesagt. Nur nicht mit dem Anzug, nee. Aber sowas schreiben die Leute mir gerne mal unter die Videos. Warum liest er sich denn nicht die Texte durch? Dann würde er ja auch nicht so oft orientierungslos durch die Levels laufen. Und ich verstehe diesen Punkt. Müssen wir denn wegtauchen? Sollten wir einfach nur weg? Okay. Jetzt drück halt. Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Okay. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. Water? The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to zero, the life gauge... Vergiss das nicht. Hä? Ja, nach unten tauchen. Du tauchst ja immer wieder nach oben. Jetzt mach doch mal alleine hier. Nee, nach unten drücken. Ich drück nach unten. Er geht, will nicht tauchen. Er geht nicht tiefer. Er geht nicht tiefer? Nee, er geht nicht tiefer. Okay, du bist eh gleich tot. Ja, aber nicht... Okay, dann ist es, muss okay, woanders lang. Doch woanders. Ja. So, aber... Durchsuche alle Schränke nach einem Hinweis. Ich hätte nicht schwören können, dass wir... Ey, du sollst die Insel schon verlassen. Ja, aber das war der Panik-Call, oder? Wir sind mit diesem Scheißaufzug genau deswegen doch hier nach unten gefahren. War da noch irgendein Gang da unten? Hast du irgendwas gesehen? Ja. Tatsächlich habe ich das. Hast du was? Mhm. Was? Geh mal, da. Ist da nicht eine Klappe? Wo? Da unter dir. Oder sieht es nur so aus? Hier drüber, meinst du? Da, das Gitter, da kannst du durch. Da in den Schacht rein. Stimmt. Dann wollen wir mal schauen, ob das hier zeitlich gereicht hat. Mal gucken. Es könnte natürlich jetzt ein bisschen eng werden, ne? Okay. Das ist aber auch dann nur der Bereich, in den ich eh schon gebrochen war. Ja, so much dazu. Und wenn du die Leiter einfach immer weiter runter gehst? Du meinst die Laufleiter? Also die da? Ja, bis zum Boden. Mal probieren. Ja, er will halt ab einem gewissen Punkt. Du sollst ja auch die Leiter runtergehen und nicht tauchen. Ja, das. Er geht, nimmt natürlich nicht die Leiter. Jetzt, wenn du von oben jetzt also wenn du runtergehst. Ja, mach das nicht. Von alleine hoch. Okay, Rücksetzpunkt. Jack! Wir hätten vielleicht auch Pliske nochmal anrufen sollen. Vielleicht hätte der uns ja noch irgendwas. Aber normalerweise bedrängen die einen doch förmlich. Oh mein Gott. Der Rücksetzpunkt der Hölle.
der Rücksetzpunkt des Grauens. Nein, deswegen, die Küche habe ich mich verlaufen. Es kann doch nicht sein, dass das der Rücksetzpunkt ist. Wirklich, da gehe ich jetzt nach Hause. Welcome to the year 2002. Da spiele ich mit meinen Kindern. Das ist Lebenszeit, die mir hier geklaut wird. Wir müssen einfach gleich wissen, was zu tun ist. Ich mache alles falsch gerade. Ich nehme jede extra Meile mit. Was glaubst du, auf wann sie mich nicht mehr sieht ab jetzt, oder? Mir fallen gerade so viele Spiele ein, die ich zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskam, schon gespielt habe, die ich geliebt habe. Im Prinzip die gesamte PlayStation 1 Library. Tomb Raider. Warum wird nicht der Erfinder von Tomb Raider? Man weiß nicht mal, wer es ist. Toby, wie hieß er nochmal? Toby Gard? Ja, keine Ahnung, sag oh, ja Mann, oh! Kein Mensch kennt den. Dabei hat Tomb Raider komplett sowohl kommerziell als auch spielerisch Videospiele auf ein neues Level gebracht. So, jetzt bist du übrigens wieder da. Aber Hideo Kojima ist das Genie. Ja. Wie viele Entwickler, deren Namen wir nicht mal kennen, nur weil der Typ sich inszeniert wie ein Star. Es war das zur richtigen Zeit am richtigen Ort Metal Gear Solid vor allem. Ne? Das ja, ist einfach gehypt worden von Presse, ja. Journalisten und Medien und die dummen Konsumenten haben es abgekauft. Ja. Naja, wie gesagt, es war ja natürlich schon ich ein ganz auch. Ich habe damals Metal Gear Solid 1 habe ich aus den USA importiert. Ich habe das Spiel sogar noch. Ich auch. Mit einer weil ich Hideo Kojima sogar. Ja. Die habe ich mal auf der Tokyo Game Show habe ich mir mich so von diesem Hype hab anstecken lassen. Ja, aber man muss fairerweise sagen, es ist also Metal Gear Solid 2. Ich habe mich schon mal genauso schlimm. Also ich habe schon mit den Leuten im Maniac Forum gestritten, die dem damals gesagt haben, eines der besten Spiele, die sie je gespielt haben. Da habe ich gesagt, willst du mich verarschen? Ah, ich kann, also ich muss allerdings auch sagen, ich habe im Vorfeld für das Let's Play mir auch einige Retrospektiven und nochmal durchgelesen und auch so nach dem Motto, wie es heute beurteilt wird. Und da waren sich irgendwie so ziemlich alle einig, die dann auch diese Box, in der das jetzt ja erschienen ist, hier in dieser Super Collection. Dass Metal Gear Solid 2 einfach nicht gut gealtert sei. Und das eigentlich auch schon ganz hier drüber. Ja. Dass das einfach auch schon damals sehr, sehr strittig war. Also ich weiß noch genau, wie wir auf den Sack bekommen haben bei der Maniac, weil wir haben nur 87 gegeben und haben uns damit krass gegen Wolfgang Ebert direkt angerufen. Der saß bei uns auch im Giga Games Studio und hat es damals den Consoleros gezeigt. Naja, klar, ich meine, das kann ich mir auch vorstellen, dass man da fast einen Feiertag eingezogen hat dafür. Ne? So, wunderbar. Nimmst du die noch mit? Das ist einfach so raffiniert. So, wo mussten wir unten? Unten, runter, runter. Durch die Tür, nach unten, unten. Nach unten? Nee, jetzt nach oben natürlich. Nach oben, oben, oben. So. Also wir müssen diesen... Ach scheiße, wir haben diesen unsichtbaren Bomb-Dings ja auch gar nicht benutzt. Oder hatten wir den die ganze Zeit ausgestattet eben? Hatte ich den ausgestattet? Sensor? Ja. B. Sensor B. Das wäre ein perfekter Zeitpunkt für ein Quicksave. Also, jetzt muss er aber auch noch mal gucken, was er jetzt sagt. Er sagt nur, wir müssen so weit wie wir müssen jetzt weg. Seinen Job machen. Naja, irgendwie doch, du kannst es, aber was können wir? Raiden, Bliskin, listen carefully. Ernährungs-Mikro, ja. Weg. Benutze das Spray aus möglichst großer Entfernung. Du kannst es. Also müssen wir jetzt doch wieder das Normale benutzen? Weißt du? Also nicht das, ja, das Spray. Entweder Sensor A, wir müssen erstmal finden, wo die Bombe ist. Aus möglichst großer Entfernung. Ja, genau, aber erstmal müssen wir ja wissen, wo die Bombe ist. Und dazu, vielleicht mach doch bitte gleich mal Sensor B. Hab ich doch schon. Sensor A nochmal. Weil den hatten wir, glaube ich, die ganze Zeit. Nee, Sensor
A hatten wir die ganze Zeit. Genau, aber wir hatten jetzt eben, als ich lief, hatten wir auch schon auf den, also auf den Sensor, glaube ich, umgehört. Aber können wir mal gucken. Oh, da war es, piept doch, oder? Was machst du da? Ich zermahl hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermahlst Bohnen? Sag mal, bist du eigentlich völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. Ich dachte gerade, ich hätte so ein Ip gehört, aber das stimmt nicht. Da, aber es ist. Also es gibt nur diesen. Ja. Okay, wenn jetzt hier aber nicht sofort grünes Gas ist, dann musst du wirklich nochmal mit Sensor 8 probieren, bitte, was da war. Sensor 8 ist gerade an. Mit Sensor B. Ich glaube, wir müssen erstmal finden, die Bombe. Wir hören sie ja schon. Ja, hören schon, aber. I'd say we have to see it first. Kalt. Warm. Bestimmt bei den Anzügen irgendwo drunter. Ich glaube, du hast recht, wir müssen da durchgehen. Durch den Schacht oder von der anderen Seite. Es wird irgendwo da sein. Hast du Sensor-Dings weggedrückt? Ja. Nicht absichtlich. Das ist ein überflüssiger Tod eben. Das muss ich einfach nochmal sagen. Oh, da oben? Stören wir gleich. Sah gerade aus, als ob du da aufstehen konntest. Ja, nee. Ich glaube, es wird noch härter pullern, der Sound. Da drin ist das, aber irgendwo bei diesen Anzügen ist. Oh, guck mal, stopp, gehen wir ein bisschen nach oben links. Hoch links. Da. Siehst du das da hinten? Mhm. Aber wo ist das denn überhaupt? Oh, da hängt's drunter. Mhm. Jetzt check ich's. Ey, du musst schon. Guck mal nach rechts, bitte. Die Bombe ist rechts. Wo denn? Da siehst du, gehen wir noch weiter nach rechts. Rechts, geh nochmal nach rechts. Jetzt hochgucken. Da glaube ich. Na. Oh Gott. Ich glaube, die klemmte da und rechts unter diesem Motor, oder? Ja, ich hab's ja gesehen, aber er hat ja gesagt, aus größerer Distanz. Ja, ja. Deshalb, dass er da natürlich von alleine da wieder reinspringt. Wo ist die Distanz, von der man es macht halt? Ja, das, ne? Stimmt. Ich weiß gar nicht. Yes. Colonel, I've neutralized the bomb. Good job. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed. And the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. Doch viel zu lang der ganze Part auf dieser Bohrinsel, Alter. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high. But the threat of the bomb is over for now. There are five more shells. Objective. Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that.
kann mir, war ich mal mit dem Präsidenten? Ich habe schon alles vergessen. Ich habe alles vergessen. So Story-Details. Naja, es ist ein gutes Jahre her jetzt. Es ist aber ja die Story hier von Klapperschlange. Snake. Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed. Shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jeff, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No, not by myself. Are you expecting that Plissken to come through? Well... Looks like he's turned his radio off, too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Raiden. Go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of Strut A. Das ist auch so, das ist wie so eine Anleitung von so einem IKEA-Regal. Ja. Strut A zu Strut B. Das ist auch schon so unsexy in der... Oh, Bosskampfzeit. Deswegen, sonst sollten wir so viele tolle Sachen gefunden haben. Ist das hier Olga? Olga, komm, ruf aufs Sofa. Ja, diese, die wir nicht getötet hatten. Oh, die hat wieder. Warum sind da so viel Schaben? I was born in an orphanage, south of Moscow. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap. Und da sehen wir wieder, warum Hideo Kojima einer der Besten ist. Wie der da einfach in Zeitlupe weggesprungen ist. Boah. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. Mola Gale? And without a death to call my own. Hurry, kill me, please. Okay. Also muss man einfach mal sagen, das Gesicht war aber schon zu PlayStation 2 Zeiten alles andere als state of the art. Oh oh. Die hat aber einen dicken Ballermann dabei. Oh, falsche Taste. Ja. Du könntest dir natürlich auch mal eine Ration ausrüsten, ne? Ja. Jetzt so ein bisschen, du hast, wir haben ja genug dafür. Gut, das ist hier der... Plan. Oh. Sah ganz nett aus, wie das Öl auslief, gerade aus dem. Wieso treffe ich die nicht? Vielleicht macht nur jeder 20. Schuss was. Oh, wie lange der immer liegen bleibt, das macht mich aggro. Also das war dann nicht. Sind die Schüsse abgeprallt? Ich raff hier überhaupt gerade gar nichts. Ich hab's auch nicht gesehen. Also gerade hast du definitiv per Auto-Aim eine Chance. Aber ich glaube, man muss ein bisschen auf Ruhe gehen wahrscheinlich. Was auch immer das bedeutet.
bestimmt irgendeinen Kniff, oder? Ja, bitte. Was? Ja. Du kannst sie irgendwie nicht treffen. Kannst du vielleicht von hinten treffen? Also sie sieht dich ja ab und zu mal, aber du siehst sie nicht. Nee, da ist eine unsichtbare, da ist tatsächlich eine unsichtbare Wand. Okay. Gut. Okay, das ist halt einfach eine unsichtbare Wand. Okay, das ist, haben sie jetzt, also das? Nun. Aber ich glaube, versuch sie doch mal in so einen Evasion-Mode zu bekommen, also dass du einfach weggehst. Was für Mode? Ja, einfach, dass sie nicht genau weiß, wo du bist. Oder ballert sie dir einfach, weißt du, mal gucken, was jetzt passiert. Okay, also sie ballert alles kaputt irgendwann. Und hättest du jetzt gerade, hättest du jetzt gerade nachgeladen und dann hättest du. Cannot kill her. Rival, Fat Man just contacted us directly. Fat Man called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, Raiden. What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. Yes, you don't need. The countdown's already begun, Raiden. Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds remaining. Again. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Deadset. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. Der beste Zeitpunkt für den Anruf. Ach, man muss sie nur überleben. Wer ist er denn nochmal? Moment, hältst du jetzt die ganze Zeit. Hättest du jetzt die ganze Zeit einfach da hinten bleiben können? Und vielleicht mal nach links gehen? Ja. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our Ja, er hört es. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right, I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one, really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. He's a vampire, then he's all mine. Later, then. Das sieht außerordentlich hässlich aus. Jetzt haben wir Vamp aus Versehen getötet, weil sie irgendein Magnetfeld oder sowas hat. Sie hat jetzt das Gefühl, sie hat ihn getötet. I'm gonna kill you for this. He was my lover, my father, my husband and my child. Das ist eine ziemlich gute Technik, die sie da hat, wenn einfach Kugeln sie nicht treffen können. Vamp. Are you gone? Ich bin froh, dass er hoffentlich gone ist. No. No. That death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Ja, dann zieh doch einfach deinen magnetischen Panzer aus, oder geht das nicht? Ist der angewachsen oder was? Oder spring ins Meer. How long will you force me to live? How much longer, Dad? 400 Sekunden, ne? You punish me enough. Ab jetzt! You give up. I thought you could give me peace. Ich muss nur näher rangehen, dann trifft sie bestimmt.
But you couldn't kill me either. Also Bethesda würde sagen, geil. Ja, können wir die Grafik-Engine noch kaufen? Da machen wir das nächste Skyrim mit. Ist ja noch gut, was vor 20 Jahren gut war, muss ja heute nicht schlecht sein. Ich würde mich auf jeden Fall auch gut fühlen, einfach da wegzufahren. There's no need for sorrow, Queen. I died once already. Ich hätte mich jetzt aber auch gewundert. Das wäre ja dem Aufbau des Charakters. I can't die twice. Was wäre aber schon, ich hätte es fast angenehm gefunden, weil du weißt, ein Bosskampf weniger. Und der wird bestimmt sehr krass. Ja. Ah, wir sind wieder auf dem Roof, Strut Roof. Aber und die fußt das denn nicht immer irgendwo so ein bisschen, also in der Realität? Ich meine, gut, dann ist das, ja, oder was? Also. So, wo müssen wir hin? Zum Heliport. B, okay. Was heißt ein B? Bomb. Okay, dann müssen wir wieder ein Claymore-Sensor. Ah ja, jetzt sind wieder überall unsichtbare Claymores, meinst du? Welche war das nochmal? Nicht. Nee. Der mein D. Down on the floor of these farts. Nee. Ich würde dir empfehlen, zu Strebe B zu gehen. Sehr gut. Strut F. Mhm. Das ist doch gut. Ja. Oh. Das ist so clumsy alles, ey. Ja, er schießt ihn. Da war die M9? Das ist eine neue Waffe. Da ist sie. Ja, das ist die Silence, nämlich. Alter. Ja, hatten wir, aber ich glaube, wir wären vorher nicht hier reingekommen, ja, oder? Ja, glaube ich vielleicht auch. Weiß ich aber allein nicht. Ja, die Silence ist jetzt auch egal hier. Ich bin gespannt, wie dieser Kamera ausgerüstet wird. Du sagst, wenn du willst. Nee, ja, ich mach's erst leider gar nicht. Tut mir leid. Das ist ein bisschen unruhig, aber. Nee, dann ist erstmal. Du hast ja vieles richtig gemacht. Vor allem denk mal den Minendetektor jetzt. Da kommst du aber nicht vielleicht auch schneller über den anderen Weg? Nee. Nicht schlecht. Vor allen Dingen, warum sind da jetzt? Naja. Ein ganz kleiner Hauch von Mandel ist aber auch drin, ne? Echt? Bin ich. Kommt mir so.
Findest du es cool oder findest du es eher lame, dass lame. Du zweimal... Sehr gut. Ah, sehr schön. Na, ich meine, dass sie sich zweimal dafür entschieden haben, 400 Sekunden zu nehmen, innerhalb von 10 Minuten. Also so, dass man sich denkt, okay, kommst du jetzt noch ein drittes Mal und dann gibt es eine Erklärung dafür oder... Also, weil so wirkt es total, okay, cool. Lass mich raten. Haben wir wieder 400 Sekunden. Ja, es ist. Jack, you okay? Mhm. Ey, ich sag ja, es ist nicht nur auf spielerischer Ebene, es ist auch auf storytechnischer, es ist auf so vielen Ebenen einfach nicht gut. Ich werd wahnsinnig, ich kann mich da so reinsteigern in diese ganze Kojima-Thematik, wirklich. Hang in there. Ich weiß schon, was du meinst. Oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm jetzt da hinten. Nee. Sehr gut. Inke Peter, dein Tod war nicht umsonst. Ja, wo müssen wir hin nochmal? So gehen wir mal auf die Map. Ich glaube noch ein Strut und dann, genau. Hier bestimmt von mir. Ich denke einfach wie ein Fat Man. Ja, aber wie willst du da vorbei? Ach, geht jetzt wahrscheinlich wieder beim Countdown los. Ja, wunderbar. Du hast eben so schön die Bomben gezündet. Ohne denk dran, die Waffe ist. Einzusammeln, die geschalldämpfte. Mhm. Ach, lustig, die Möwen kacken. Schön, dass er für diese Details Zeit hatte. Ich sag auch nix. Nee. Da mach ich nicht mit. Stuck in a rut. Ich kann einen Film empfehlen, den ich gesehen habe. Poor Things. Oh ja, habe ich letztes... Von Yorgos Lanthimos, dem... The Lobster und The Favorite und so. Mit der Emma Stone. Ja. Warum kann man die Munition nicht einsammeln ohne die Waffe? Du kannst sie doch eh nicht benutzen. Aber dann hättest du sie halt und wärst nicht umsonst an den Sachen. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn. Du musst ja nochmal hin. Weil es nicht die Kojima-Game ist. Ja.
dreimal die Gegner schütteln, weil es ja so realistisch ist, die Taschen zu durchsuchen. Aber Munition kann ich erst aufsammeln, wenn ich die dazugehörige Waffe habe? Was ist das für eine Scheiße? Sagen wir mal, wo ich hin muss. Weißt du, was das Problem ist? Ich weiß es nicht. Auf der Karte hier. Strat B. Irgendwo da raus jetzt. Warst ja eben schon mal bei der Interconnecting Bridge. Ach, da rechts, ja. Nee. Weißt du, was das Problem bei euch ist? Jetzt bin ich gespannt. Das Problem ist, dass der so ein großer Zampano ist, wie so ein Dirigent, dass sich keiner traut, den zu kritisieren. Erst recht nicht die Japaner, die so unterwürfig sind, die dann immer so sich bedanken, dass er überhaupt mit ihnen spricht und ihn alle so auf Händen tragen, dass keiner zu dem geht und sagt, ey, Hideo, mal ganz ehrlich, das ist doch scheiße, was du dir da überlegt hast. Oh no, finally, someone is telling me the truth. Das ist die gleiche... Nein, ich fühle es ja total. Das ist glaube ich, so. Ja, du hast immer das Gefühl, dass der Ressourceneinsatz bei Kojima Games einfach schlecht verteilt ist. So, also was ist... Ja, du hast auch das Gefühl, dass da keiner noch mal Feedback einfach gibt. Dann noch mal so ein bisschen poliert drüber oder so. Ja, echt. Ich meine, hast du mal Death Stranding gespielt? Ja, ja. Am Anfang habe ich gedacht, naja, mal gucken. Ja, als ich dann aber irgendwann so abgefuckt war mit dieser... Pack den Esel und geh durch irgendein Terrain. Und ich dachte, ich ertrag's nicht mehr. Das Spiel und die Zwischensequenzen stehen ja zu gar keinem Verhältnis. Du musst dich ja durch das Spiel quälen, damit du die zugegebenermaßen geilen Zwischensequenzen bekommst. Ja. Aber du hast ja gar keinen Bock auf das Spiel an sich, sondern du bist ja jedes Mal froh, wenn du sozusagen den Gameplay-Part hinter dir hast. Ja, absolut. Das ist das genau deswegen... Ich flippe hier gleich total aus. Ich glaube, es ist wirklich, du musst stehen bleiben, wenn du im Laufen Viereck drückst. Ja, warum auch? Das ist einfach diese Raffinesse. Es kommt doch der Captain Johnny Bear da von hinten. Oh, Mann, Leckmuschel, ey. Ja, jetzt kannst du die alle schön wegsilencen. Und ist halt nicht stark, musst den Kopf schießen. Nee. Okay, aber wo ist jetzt, sag mir nochmal. Hast du nicht Gebrauch gemacht von dem Feature, das Mikrofon von denen kaputt zu schießen? Komisch. Ach, das ist eine Schlafpistole. Ja, ja. So, jetzt da hoch. Hier hoch? Na, da hoch. Und da raus. Ne? Da oben? Ach, daher. Jetzt raus. Genau. Jetzt einfach da nur noch durch. Achtung, Mine. Ah, ja. Stark. Achtung, Mine. Ja, aber du bist doch auch hier. Stark. Kannst du mich drüber? Warum? Damit ich die Drohne von außen besser... Ja, klar. Geh wieder rein. Oh, mit dir Arsch! Und jetzt einfach durchrennen. Run straight through, wirklich. Wenn ich eine Message hier hinterlassen könnte. Stopp! Strutt! So. Ja, bin ich nicht dumm. Also schon, aber. Aber nicht dümmer als Metal Gear 2. Oh, du bleedest. Kannst du das ja nochmal benutzen? Macht er automatisch. Wenn es nötig ist, na gut, wenn er meint. Aber warte! Du kannst trotzdem eine Bandage benutzen. Macht er auch automatisch? Nee. Viereck, glaub. Nee. Was schwimmst du? Achso. Ah. Was ist denn überhaupt? Ah, es gibt's doch in unserem Pad doch gar nicht. Nee, klar, aber. Das hat er sogar benutzt. Stark. Und jetzt kannst du wieder auf Fraktion gehen und auch A. Stark. Also, das ist schön, ne? Oh, da kommt schon was. Und da ist der eine Ebene tiefer, ne? Ach, das ist wieder. Nein, das ist wieder Scheißraum, ne? Aber sind wir. Ja, jetzt sind wir aber richtig. Was musst du hier nochmal machen? Ich hab keine Ahnung. Ach ja, auch wieder eine Bombe entschärfen. Wie im Prinzip das ganze Spiel. Ja,
es ist schon. Überleg mal, was du bei Metroid Prime in der Zeit erlebst. Ja. Metroid Prime wird. Der Macher von Metroid Prime wird nicht. Ihr wisst nicht mal, wer es ist. Es ist nicht Miyamoto, glaube ich. Nee, ist nicht Miyamoto. Es ist auch nicht. Geh doch bitte! Dass du einfach warst! Ich komme ja nicht auf die Idee, mir das Pad zu geben. Das sag ich dir gleich. Das ist auch nicht Gunpei Yokoi. Nein, ich weiß nicht. Metroid Prime ist ein Meisterwerk. Und niemand kennt den Typen, der es gemacht hat. Also, du meinst, ja gut, der Metroid Prime wurde ja von Retro Studios gemacht, von den Amis. Ja, aber es geht ja um Personenkult. Ja, ja, genau, aber du meinst den Metroid-Erfinder sozusagen. Ja gut, das ist Gunpei Yokoi, das weiß ich. Aber es gibt ja im Videospielsegment keinen größeren Namen als Hideo Kojima. Das heißt, alle anderen. Ja, doch, Shigeru Miyamoto. Okay, Miyamoto. Das ist schon noch nah. Das ist schon noch. Und Miyamoto. Und der Miyazaki mittlerweile. Ja, aber der würde nicht in den coolen Kreisen. Ja, aber der würde nicht wie so ein Superstar auf der Bühne gefeiert werden mit Hollywood-Regisseuren oder was weiß ich, wie Hideo Kojima. Das stimmt. Also der gehört auf jeden Fall zur Top 3 der Top 5 der Kaste. Zumindest was das Star-Appeal angeht. Und da muss man sich einfach mal überlegen, wie viele gute Spiele es gibt. Insgesamt, wo keiner von euch sich auch nur ein bisschen für den Kopf dahinter interessiert. Es geht hier raus an alle Kojima-Fans. Ihr findet es einfach nur geil, Fan von einem Videospielstar zu sein, weil die Videospielbranche so voll komplexen ist, dass man einfach froh ist, dass irgendjemand mal ein bisschen Anerkennung von Hollywood kriegt, dann nehmen wir dann auch einen Kojima. Ich sag's dir. Ich warte auch immer noch auf das Spiel, wo ich sage, oh ja. Also spiel mal irgendwann, hatten wir ja eh nicht vor, spiel mal Metal Gear Solid 4. Das war wirklich schon, es war ein anderer Schnack. Snake Eater? Guns of the Patriots. Snake Eater habe ich auch nur mal angezockt, aber das ist auch schon, glaube ich, ein ganz anderer Schnack, also deutlich besser. Aber der letzte, der Fünfer, der war auch wieder nicht, hat mir auch nicht so gefallen. Ja, den habe ich tatsächlich noch gar nicht gespielt. Den habe ich irgendwo, es klingt total bizarr nach Metal Gear Solid 2, auf meinem Pile of Shame. Aber, guck mal jetzt, pass auf. Na, ihr wollt mal wieder online einkaufen? Dann nutzt doch einen unserer vielen Affiliate-Links unter rbtv.to/affiliate. Dann bekommen wir eine Provision von eurem Kauf und ihr müsst keinen Cent mehr bezahlen. Ist doch klasse. Also, denkt an die Affiliate-Links. Zieh doch aus der Ego-Perspektive. Kill aber den! Aber warum ziehst du denn nicht mit der Ego-Perspektive? Oh, ist der andere weggelaufen oder ist er. Okay, wir müssen jetzt hinten raus links, ne? Jetzt kannst du deinen Walkie-Talkie lösen. Ja, das ist jetzt ein Scheiße, das Feature. Also jetzt gerade, solange wir es nicht zwingend nutzen müssen, ist mir das gerade. Ich schreibe schon mal eure Kommentare. Ich mag Eddie ja gerne, aber in dem Fall muss er echt mal die Fresse halten. Sein Hass auf Kojima ist ja durch nichts gerechtfertigt. Als ob die Souls-Spiele alle fehlerfrei sind. Ja. Schreibt Shadowkiller 2017. Ach, da aktiviert er nicht drüber. Aber hier können wir uns jetzt ganz sanft. Mir tut Colin leid, dass er mit Mieter wie Eddie überhaupt zusammenarbeiten muss. Nächstes Mal bitte der schöne Micha und Colin. Das ist es.
ist schon völlig in Ordnung. Ich verstehe das total. Ich verstehe nicht, was Kojima dafür kann, dass der Boomer zu doof ist, ein Spiel zu spielen. Ich kann es total nachvollziehen. Ich kann uns nachvollziehen und ich kann euch da draußen. Du wieder mit deiner diplomatischen. Nein, aber also ich verstehe, mir macht das auch nicht so viel Freude. Ich bin nur einfach grundsätzlich, du kennst mich, ich bin halt einfach ein Mensch, netter Typ, der positiv durchs Leben geht. Ja, da kann, ich kann aber nichts dafür. Du hast auch nicht das durchgemacht, was ich durchgemacht habe. In Kopf! Ja, genau, weil du. Oh. Aber schieß doch mal wirklich in den Kopf. Da unter, da geh da runter. Ich muss jetzt mal aufstehen. Das ist bestimmt abgeschlossen. Level 5 haben wir nicht. Ach, hier kommen wir um die Ecke. Ah ja. Da komm ich aber nicht. Doch, no. Opa. Duck dich ganz in die Ecke. Da finden die dich nie. Where is he? So, wir müssen, wir haben jetzt Zeit, hier die Bombe zu suchen, ne? Weißt du was? Ich nutze mal die Gelegenheit. Kann ich nicht. Ich kann hier übrigens nicht. Ach, guck mal. Ich kann hier nicht ins Menü wechseln, weil wenn ich RT drücke, dann geht er nach. Guck sogar da unten. Was ist da unten? Ist da was? Dann kannst du da rein. Loch, ne? Dann musst du da bestimmt rein. Dann ist das ein guter Hinweis gewesen. Ja. Oh, eine Ration. Naja. Ja, danke dir. Besser für nichts. Hätte ich auch nicht gesehen. Besser für nichts. pass auf. Wir wollten doch B. mit dem B-Sensor, ne? Piep, 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 piep. Geh mal da weg. Nein, da kommen wir nicht. Aber müssen wir erstmal den Radar. Das Problem ist, ich muss diese John Boy Walton und seine Freunde und Familie da oben, wirklich. Du und dein John Boy Walton, das ist auch so eine Referenz, die außer mir. Ja, aber sag ich mal, John Boy Walton? Naja, das. Also ich hab's nicht aufgehört, meine Mutter hat das ab und zu mal geguckt. Warte. Sowas wie auch unsere kleine Farm und. Unsere die kleine Cowboys Farm? Von der Shiloh Ranch oder wie das ja, okay, ist. Das ist nochmal. Ganze. Da ist die Bombe hier? Also, wir sind auf jeden Fall im richtigen Strat. Ja, da musst du jetzt mal rumlaufen und gucken, ob es irgendwo. Ja, genau. Warte, geh nochmal auf die Karte. Was ist denn, wenn du da oben. Jetzt ist es weg. Da stand eben L, da. LB und RB Audio. Was heißt das? Kann man probieren. Ach, das ist einfach nur ein Lautsprecher. Cool. Okay. Cool. Ich dachte, dass man sonst irgendwelche Audiosignale oder so noch. Okay, das wäre natürlich zu viel verlangt. Ja. So, du hast nicht allzu viel Zeit und wir wollen nicht nochmal von vorne spielen. Also konzentriere dich jetzt mal und mach mal jetzt die Bombe klar. Colin, warum benutzt du nicht die scheiß Ego-Perspektive? Da ist ja was. Da, nee, recht. Ja, ich bin hier einmal. Stimmt, es ist die Connecting Bridge. Damit hast du recht. Geht rechts! Rechts! Ich will erstmal. Ist auch keiner hier? In der Mitte irgendwo, ne? Ja. Schieß ihn! Freeze! Da kann ich die Waffe hatte, ne? Mhm. Ist das gepiepert? Ja, hoch. Ah. 60 Sekunden. Ja, ist weiter. Ach, Heliport, ja klar. Hat er ja auch gesagt. Er kann das Spiel ja nichts dafür, wenn ihr die Texte nicht lest. Beste Animation. Oh, das riecht nach Boss. Ja. Da unten war noch ein Package. Da ist er. Ist es. Okay, komm, ganz langsam. Also, wir nehmen jetzt hier Johnny Friesemeier. Deodorant und Rainer. Drücken runter und nach vorne. Jetzt kommt es, aber pass auf. Herzschlagfinale. Jetzt kommt Vamp. What? Ist das alles Fat Man? I like a punctual man. Is he Dead Cell? I am Fat Man.
I am the greatest that humanity has to offer. Das ist auch nicht der coolste Name für einen Bösewicht. Also den gibt man sich doch nicht selber. It's the rhythm of time. And life. I used to hang around department store clock counter. Auf Rollerblades. Das Vader sein? Bombs tell the time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Und Wein mit Strohhalm. Schmeißt er das noch cool weg in so einer Ding, Ding, Ding. Zeitlupen. Oh. Good year. Let's drink the Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? $30 billion in cash. 30 Milliarden Dollar in Cash. In Cash. 30 Milliarden Dollar in Cash. Weißt du, wie viel das ist? Das ist eigentlich 30 Milliarden in Cash. Das sind 17 Trucks mit Geldscheinen. Das wird ja nicht getraced werden. You're nuts. No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman. That's the only reason. Ja, stimmt. Auf dem Schulhof werden sie in 20 Jahren noch erzählen. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. What are you laughing at? That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. Set me free, you know. Open the way to a new dimension. So that I can become the emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. Oh, dear! I'm an artist! That is why I dislike boorish military types. It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move! Nur den Call an. Right, as you can see, Batman is wearing a blast suit. You can do very little damage through the suit. Use the first person view to go for the head. Ah, schade, jetzt musst du das natürlich machen, jetzt ganz machen. A series of rapid fire will knock him off balance and create an opportunity for attack. Schnellfeuer, was Schnellfeuer? Kittiger Schnellfeuer. Ja, du hast die M4, haben die M4 nicht gefunden. Okay, aber jetzt sollte er doch sowieso erstmal, lass mal wegdrücken. Moment. Ich verpasse doch was. Ich muss jetzt erstmal so noch ein hier. Weg damit. Sensor B musst du machen. Ja, ja, aber. Achso, nee, ich sehe es doch. Nee, du siehst die Bombe nicht mit Sensor A. Ja, aber sie wird mir doch angezeigt auf dem. Wir sterben jetzt eh. Sie wird mir doch angezeigt auf dem. Ja, offensichtlich nicht. Auf dem Radar, aber doch. Aber nein, sie doch. Nein, ah, aber hat sie doch gesehen. Warum ist sie nicht hingegangen? So, next nee, du hast nee, komm. Du hast dir diesen Dialog, du hast den dir verdient, den Bosskampf. Da ist sie doch. Das freut mich allerdings. Hoffentlich wird das ganze Spiel so sein, dass man so auswendig lernen kann, wo sie ist. Oh, you made me my toy. Da. Sehr hilfreich auch da. So, und jetzt nehmen wir natürlich direkt mal hier. Und mal eben schön mit der. Nein. Hat er schon wieder eine gelegt? Aber geil. Was bringt denn das Entschärfen?
Also das musst du machen, einfach nur, um gegen ihn kämpfen zu können. Ja, ich glaube, Energie zieht ihm das nicht ab oder so. Du musst schärfe 200 Bomben und dann passiert X. Das ist meine. Nee, die Bomben sind einfach nur dafür da, dass du... Du meinst, dass ich einmal dahin rennen muss, um die jetzt zu schärfen, sonst bist du Game Over. Okay, das heißt, inzwischen, ich meinst du, muss ich mal schießen auf ihn. Damit er einen... Ja, vor allem musst du die Bomben entschärfen. Jetzt hat er 3 gelegt. Okay. Ja, ich hab dich falsch mal nicht zeigen. Ich hoffe, es ist der Max. Ja, nee, das ist doch die eingefrorene. Hey, where'd you go? Ow. Da oben einer drauf? Doch, da. Jetzt noch Bombe 1. Unten. Hast du gesehen? Ja, die ist safe unten drunter. War ganz knapp. So, jetzt mach du mal einmal. Komm, gerne. Okay, also auf die Bomben konzentrieren, ne? Bombe links oben. Ach, ist das nicht... Ja, wir müssen ihm noch Energie abnehmen. Ja, ja, aber die Pfeifen... Also es ist nur eine Bombe, die... Ja, okay. Ja, 2 Bombs. Okay. Ja. Hoch und Oh, das reicht nicht. Doch, da ist noch eine Bombe da. Wo? Oben links, oben rechts. Ja, ist, also die Anzahl der Bomben steht. Also genau, im Prinzip hast du den richtigen Gedanken gehabt. Jetzt müssen wir mal schön eine reinballern. Ich glaube, wir brauchen das M4. Weil er hat ja gesagt, irgendwie mit Rapid Fire. Aber ich glaube, das war der auxiliary Tipp. Aber das heißt, das wäre eine wichtige... Dann kommen wir ja eh nicht mehr hier weg. Nee, stimmt. Das schaffst du, komm. Guck mal, eine ist jetzt weg. Wir wissen, wo die andere ist. Jetzt baller ihm noch mal ein bisschen einen rein. Also die andere war, glaube ich, eben oben rechts eben. Da oben, genau. Und jetzt gib ihm mal. Jetzt gib ihm mal ein schönes Köpfchen. So ist doch wunderbar. Das war der Vogel. Mhm. Boah, ey, die Steuerung macht mich so. Ja, ja, es ist halt einfach aggressiv. Alles immer so ein bisschen ein Schritt zu viel, ein Tastending zu kompliziert. So, und jetzt. Ein guter Schuss. Okay. Also hast du wieder 2 Bomben. Okay. Dann musst du wieder immer da in dieses Menü. Mhm. Inzwischen. Gib ihm einen mit. Ja. Schnell, schnell, schnell. Sehr guter Schuss. Wunderbarer Schuss. Da oben ist sie, da oben auf der Ecke. Wo? Ja. Oben, da oben auf dem Kanister. Sehr gut, sehr gut. Oh, und weg ist sie. Und jetzt wieder gibt Fanny Fatbird an. Oh! Denke an deine Health Potion, du bist fast tot. Richtig, es ist einfach. Wo ist er denn jetzt? Ich glaube, der bringt wieder Bomben an, oder? Hier oder da drin? Nee.
Okay. Ja, du bringst immer ein bisschen Energie weg, so ist es nicht, ne? Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, ich glaube, du musst wieder auf so einen Moment warten, wo er wieder einen auf Entspannungsball macht. So. Wenn er sich wieder ausruht, vielleicht macht er das ja auch. Sehr gut. Ja, er. Ja. Oh, mit einem Schuss wenigstens. Oh, oh Gott, ey. Was war das denn gerade? Naja. Ist falsche Taste gedrückt, oder? Nee, es dauert einfach. Er hat nachgeladen. Okay, oh, scheiße. Wo ist denn die Bombe? Wahrscheinlich bist du jetzt mal wichtig. Ja, jetzt haben wir den Sensor. Nee, wir haben den Sensor nicht ausgestattet. Ja, Bombe, weil du die Ration hattest. Oh. Die Schwierigkeit dieses Kampfes, möchte ich nur noch mal betonen, ja, ist das Wechseln der Items. Ja. Sonst nichts. Es ist nicht besonders schwierig, eigentlich irgendwas zu machen, sondern das Nervige ist die Steuerung, das Wechseln zwischen Waffe, Cooling Spray, Heil-Items und Sensor. Und sich daran zu erinnern, oh, ich hab ja gar nicht mehr. Ach Mann. Weißt du, was mich auch nervt? Dass er das sofort in die... Wenn du es auswählst, dass er das sofort in die Hand nimmt, das Cooling Spray. Und nicht meinetwegen vorhält, weißt du? Weil er einfach volle Kanne auf. Ja, weil er ein Dummkopf ist. Okay. Ja, mach das Eisspray. So, pass auf, weißt du, was ich jetzt mal mache? Was ist eigentlich die Logik dahinter, dass wir scheitern und er nicht, wenn das da hochgeht? Er will in die Legende in einer riesigen Fanfarenexplosion wahrscheinlich sterben. Das in der Geschichte bei Wikipedia dann steht, Fatman starb, Respekt an ihn, in einer super krassen Explosion. Außerdem an Bord waren Raiden. Anders ist es für mich nicht, kann ich mir nicht anders erklären. Aber ich weiß leider genau, was du meinst mit diesem. Das ist die einzige Herausforderung ist es. Jetzt baller einfach. Pam, 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 pam. Bis er fällt mir jetzt auf den Kopf. Ich weiß, was du meinst, weil dieses Loslassen, das ist das, was man vergisst in der, aus der Zuschauerperspektive. Dass du die Taste loslassen musst, damit er schießt. Und hinter dir direkt. Ich feiere meine Bosheit gerade so sehr. Ja, jetzt. Stark, Colin. Nee, jetzt hat er Recovery. So funktioniert das nicht. Natürlich nicht. Das wäre doch schön gewesen, oder? So, aber im Prinzip warte ich jetzt eigentlich doch wieder, bis er Bomben macht, weil ich einfach keinen Bock habe, meine Ammunition zu verballern. Also, ich spawnt hier nicht immer Munition, Scholz. Ich hoffe. Sonst wäre ja der Bosskampf auch verloren. Ja. Oh. Wenigstens die Musik richtig geil. Absolut, die pusht richtig. Kojima did it again. Another awesome entry in this extraordinary series of video games. Time Titel Story. Video games have become mature. Doch. Muss ich dich jetzt echt so lange abschießen, bis du wieder Lust hast? Ja, baller doch einfach. Ah. Ich hab genug Mundi. Einfach. Jetzt. Ja. Pam, pam, pam. Weiter. Ja, ich kann nicht, ich musste gerade nachladen, aber das liest du ja nicht.
den US-Correct, genau, komm. Stell dich mal wieder hin. Das ist eine Bombe. Das darf man jetzt nämlich aber nur nicht vergessen vom Timing. Wichtig, habt den Timer im Auge, der euch sagt, wie viel Zeit zum Entschärfen bleibt. Das ist noch eine. Ich gehe jetzt erst zur zweiten Bombe. Oder jetzt müssen wir nicht wissen, wo sie ist. Ja, entschärft die ruhig. Ach, die ist wahrscheinlich drunter, oder? Hast du sie gesehen, ne? Ja, von wo? Oder auf der Rückseite. Also. Ja, ist ja gut. Jetzt wird es Zeit. Ist hinter dir. Ja, ja. Alter! Es wird eng. Jetzt. Geil, das Schuss. Jetzt baller ihn. Und auf den Kopf. Nein, nur ein Schuss. Ja. Also du wirst es können, du kannst auch nicht drauf verzichten. Nee, ich weiß, es ist einfach. Weil es mich auch aggressiv macht, dass ja. Es nicht geht. Meinst du, den lila Balken darunter zu bedeuten, dass es danach Phase 2 gibt? Ja. Der glaubst du, dazwischen ist ein Zwischenspeicherpunkt? Nein. Ich will ja sehen, dass er jetzt in diesem Moment unter mir steht. Oh, aber wenn man das Ding anhat, dann kann er nichts tun. Oder er trifft gerade doch. Ist auch dumm, solche Sachen. Okay, wir müssen die zweite Form. Nimm mal deine Ration. Also ein Viertel haben wir schon. Oh, hör doch auf, mir sogar Angst zu machen. Guck einmal von hier. Warte, jetzt. Wie kann man denn nochmal nachladen eigentlich? Ah, indem man einfach nur. Keine Schuss mehr. Was sind fast? Also den ersten ja. Balken. Nein! Ja, jetzt hast du ihn. Oh ne, es kommt Vamp. Steht da oben auf dem Kran. I just wanted to become my suit. Oh no, I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb of the entire place. Huh? Entire place? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Oben im Kran? Where is it? Go ahead, shoot me, I'm already dead. Ist so den Winkel? Ist das ein bequemer Winkel vom Arm gerade so? Think you can find it? Nicht wirklich, oder? When it goes off, it'll take the big show with it.
Tell me where I can find the bomb. No. That's do your it. Problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. What movies? Über ihn. Laugh and grow fat. Ich hab Lust, jetzt noch mal eine Riesenbombe zu suchen. Okay. Hä? Eine Minute 35. Aber auch für. Warte mal. Warum ist jetzt hier die Bombe? Eins am anderen. Eins am anderen. Da hat er dann vielleicht noch. Ist sie an ihm. Ja. Aber es ist ein bisschen. Ist der richtige Sensor jetzt? Ja, ich glaube, sonst wird gar nichts angezeigt. Hier, pass auf, wenn ich den jetzt nehme. Was ist Sensor B? Ich glaube ehrlich gesagt, dass der die hat. Das ist der Gag. Meinst du nicht? Ja, aber warum kannst du ihn dann nicht? Stay close by. Vielleicht muss ich ihn schütteln erstmal. Ja, du musst ihn über Bord werfen wahrscheinlich. Werf ihn runter. Oder du musst ihn rausschütteln. Ah, ja. Ah. Wow. Genie. Also ich möchte sagen, es ist in der Reihe mit dem guten alten Controller. Wahnsinn. Warum stand da gerade Peter Stillman? Ja, weil das hat er die Karte noch geklaut. Good work, Raiden. Looks like all the bombs are neutralized. Ja gut, das ist ein netter kleiner Einfall. Das ist auch ein kleines Ding. Kriegst jetzt keinen Oscar für, aber komm, ist nett. Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. What? Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. Bitte nicht auf der Plattform. You haven't been in the central core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No. I'll go offline. Best wofür steht eigentlich PTT? Personal Transmission Tracking. Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. It detonated. And Fat Man too. That's good news. How's Shell too? It's a mess. The bomb crippled H-Strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the central core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No. But I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No. That one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant J.G. Your orders, not mine. What? See you later. Ja, ich sag auch nix. Bitte, ich habe auch keinen Bock mehr auf diesen Level. Nee, ich finde diesen Level unglaublich hässlich und langweilig. Runter von dieser Bohrinsel. Ja. Vielleicht kommt es eine Explosion und wir irgendwie. Oh, den kennen wir dann noch. Aus dem ersten Teil. Psycho Mantis. Identify yourself. I'm like you. I have no name. I'm ready, Mr. X. But come, let's get out of the open.
Follow me. Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lali Lulelo. This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? Stehen's doch gegenüber. Wir müssen immer noch sprechen. Ne? Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Who is it? A Secret Service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? The head of the president's security detail. Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? The hostages are being held in the B1 conference hall in the Shell 1 core. You'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect unamplified. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. The security guard will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. Es gibt Security Doors mit Level 5, ne? Also kannst du überlegen, wie lange wir noch auf dieser Bohrinsel sind. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. Wo hat er das denn jetzt hergenommen? Don't ask. Möchtest du nicht wissen, dann würdest du nicht mehr anziehen. The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself? Top sicheres Security System, was sie da haben. Duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74, you, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice. Deception is not an option here. Schön, in System, damit auch kein Alarm ausgelöst, wenn jemand versucht reinzukommen. I suggest you hurry. They have a nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. You saw it too, I believe. The Navy man will have a handcuff. The other half of it is on the football, or the black case if you like. The nuclear button. And now they have it. Ja, aber dann? Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. Twist. Cover up. But why?
For what? For Metal Gear that is housed here. Metal Gear? The very same. Why did only Cable Premier board Shadow Moses in free? This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. R&D, Research and Development, übersetzt mit Forschung und Entwicklung. F&E statt R&D. Das ist schon ein bisschen weit. Colonel, who is that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the Big Shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, ein Foto davon what gemacht? Are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything war das auch I auf der Station? Ja, ja, ja. Nee, stimmt. Ja, wo war das? Ja, in dem Prolog. Im Schiff war das. Ja, genau. You need to make contact with this Ames. So you believe that, Ninja? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell One Core. Understood. Ja, mit diesem, würde ich sagen, mit diesem Screenshot aus der Hölle, ne? Ich meine, guck, genießt nochmal das Bild und die Aussicht. Das war damals schon kein Bringer. Nicht 2002. Also. Aber egal, wir wollen nicht kleinig sein. Ich würde sagen, wir hauen jetzt einen Sack hier, oder? Für heute? Ja, ich denke, wir haben so viel erreicht heute. Das kann man ja auch nicht mehr toppen. Absolut. Und dann haben wir auch was, worauf wir uns noch freuen, weil es sind noch so viele Räume auf dieser Bohrinsel, die wir nicht erforscht haben. Echt, der ganze Trakt da oben. Der ganze Trakt in der Mitte ist wahrscheinlich, das dicke Ding ist wahrscheinlich der Metal Gear. Wer weiß, was noch alles passiert. Diese Story ist ja voller Twists und Überraschungen. Also ich vermag nicht vorherzusagen, was da noch alles auf uns wartet. Und wir müssen eine AK-74 finden. Das ist auch das, was dich, da hast du auch innerlich gedacht, oh ja, geil. Hoffentlich müssen wir die nicht nur als Attrappe benutzen, oder? Die werden wir 100 pro benutzen. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass die Jack and Rose heißen? Jack and Rose? Oh, stimmt, das war ja schon. Das war ja schon zu der Zeit, natürlich. Ja, nee, haben wir nicht erwähnt, aber jetzt, wo du sagst, wer weiß. Was für fantastische Anspielungen. Ja, absolut. Plissken, Jack and Rose. Das ist einfach... Wow. Ich freue mich richtig aufs nächste Mal, Colin. Ja, das wird schon gut. Wir haben das Grab hier gerade im Hintergrund noch. Der Test, Do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. Okay. That body belongs to Solid Snake. Hmm. So the head of the terrorist group must be... An imposter. Right. You sound disappointed. I guess. I guess I was kind of hoping to meet the legend in the flesh. I get you. But it looks like he's not behind this incident. Legend in the flesh is right. A song. The president needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is to contact Agent... Und genau das machen wir das nächste Mal. Agent Ames. Ames und Präsident Johnson. Lyndon B. Ja? Keine Ahnung, nein. Gut, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein.